ausgezeichnet im Glyphosat-Labor Bielefeld. Das multimediale Millennial-Magazin Herz an Herz. Heute mit diesen Schockthemen. Weggewischt, wie eine neue Polit-App lästige Parteiideale aus der Welt schafft. Weggekauft, Black Friday auf dem Sklavenmarkt in Tripolis. Wir berichten vom bizarren Megatrend Menschenhandel. Und weggesperrt, mit diesen 5 unglaublichen Fashion-Tricks bekommt ihr einen Gratisaufenthalt im türkischen Adventure-Hochsicherheitsknast. Hier sind die Atomraketen des deutschen Radiohumors, Konrad Körner und der Strunk. Und Konrad Körner, das bin ich. Guten Abend. Und ich bin der Strunk. Hallo zusammen. Ja, nach 3 Monaten gibt's endlich mal wieder eine richtige Herz-an-Herz-Sendung. Mhm. Irgendwas war ja in letzter Zeit immer, da konnten wir es nicht machen. Das war wirklich anstrengend. Man muss ja auch mal gucken, dass man seine Brötchen verdient, ne? Aber jetzt können wir diese kleine Bums-Show hier auch wieder machen, denn wir haben endlich wieder mal einen neuen Sponsor an Land ziehen können. Wir haben uns das so ein bisschen bei Radio Bielefeld abgeguckt. Bei denen hat ja das Loom richtig viel Geld reingesteckt, weil die 2 Stunden Sendezeit kaufen wollten. Und wir haben es auch denen nachgemacht mit einem noch größeren. Ja, mit dem richtigen Big Player. Ich meine, Loom ist ein bisschen Billo. Ja. Wir konnten Sponsoring von Monsanto an Land ziehen. Ist ja ein wirklich tolles Unternehmen. Und was man sagen muss, ohne die hätten wir einfach nichts zu fressen. Ja, muss man ehrlich so sagen. Und darum senden wir heute aus dem Glyphosat-Labor von Monsanto. Und ja, dieses Glyphosat muss man ja auch leider sagen. Das wird schon in Deutschland immer ziemlich durch den Dreck gezogen. Ist halt wieder typisch deutsch. Immer meckern, meckern, meckern. Ja, wobei sich ja die Deutschen eigentlich immer ziemlich gut mit Unkrautvernichtung auskannten, ne? Also wie zum Beispiel einige CDU-Mitglieder. Peter Haug zum Beispiel sagt, Glyphosat hat sich bewährt und baut sich gut und gerne ab. Tja, und Monsanto selbst hat ja auch die Risikoeinstufung von krebserregend auf wahrscheinlich krebserregend gesenkt. Also das ist ja gar nicht so schlimm, muss das ja eigentlich alles ziemlich geil sein und eigentlich ziemlich alles gesund. Und deswegen freuen wir uns, das als Sponsor zu haben heute hier bei Herz an Herz. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Mensch, Konrad, ist das nicht spannend wieder hier in Deutschland, ne? Ende September haben wir gewählt und es gibt immer noch keine neue Regierung, wie in so einem Schwellenland. Und ständig passieren dann auch noch neue Sachen, ne? Das ist ja ein bisschen wie bei den Soaps, die ich immer so gern gucke, irgendwie bei Game of Thrones, nur ohne toll. Sex, ne? Ja, aber immerhin sterben da wenigstens zwischendurch ein paar Leute. Ja, das stimmt. Obwohl, wenn das hier noch länger dauert mit der Regierungsbildung, dann stirbt uns vielleicht noch der Alterspräsident weg, ne? Naja, im Moment gilt es erstmal eine philosophische Frage zu beantworten, GroKo oder No-GroKo? Mhm. Darüber berät heute die SPD und für den Fall, dass das aber wieder nichts wird, haben wir schon mal unseren Sai losgeschickt, nach Lösungen für diese Regierungsbildungskrise zu suchen. Sai, was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht? Leute, die Lösung ist nah. Ich habe eine App gefunden, mit der zukünftige Sondierungsgespräche so easy ablaufen wie die Partnersuche. Ein Sondierungstinder. Hui. Okay, also ich meine, Tinder benutzt man jetzt eigentlich, wenn man schnell jemand für ein bisschen Fiki-Fiki sucht, sag ich mal so ganz salopp. Ne, also wie soll diese App dann nützen? Soll man damit jetzt irgendwie Christian Lindner und Katrin Göring-Eckardt verkuppeln? Nein, nein, die zu verkuppeln, das wäre ein Verbrechen an der Menschheit. Aber ich meine, ihr kennt doch das goldene Social-Media-Prinzip, oder nicht? Überflüssige Inhalte überwinden. Ne, ein heißes Profilbild und 2-3 coole Kalendersprüche, das reicht bei Tinder ja schon, um die große Liebe für eine Nacht zu finden. Oh ja. Das nennt sich dann Input Reduction. Und so funktioniert halt auch der Sondierungstinder. Ja? Warum sind die Verhandlungen denn gescheitert? Wegen zu viel unnützem Gelaber. Beispiel Familiennachzug von Flüchtlingen. Ja? Die Grünen haben mit langweiligen Statistiken genervt, die FDP hat irgendwelche Fristen gesetzt, die eh keinen interessieren und Alex Dobrindt hat immer hektisch in seine Brötchentüte reingeatmet. Und so ging das dann bis nachts in irgendeinem muffigen Hinterzimmer. Und Mann, das ist so langweilig. Und so ein cooler Macher wie der Christian Lindner, der kann das einfach nicht lange ertragen. Deswegen musste er das abbrechen. Ja, aber jetzt erklär doch mal, wie soll denn diese App, dieses Sondierungstinder, das Problem in Zukunft lösen? Also der Sondierungstinder bricht die Streitthemen aufs Nötigste herunter, ja? Die Politiker, die bekommen die Themen per Schlagwort und verknüpft mit einem aussagekräftigen Bild bequem auf ihr Smartphone-Display. Ja, dann können sie entscheiden, wisch nach links, für finde ich doof oder wisch nach rechts, für ja voll die Klasse. Sache. Wir können das ja mal durchexerzieren mit dem Beispiel von eben Flüchtlingen. Okay. Mhm. Pass mal auf, ja. Strunk. Wir machen das okay. Jetzt mit dir. Okay. Stell dir mal vor, du bist Katrin Göring-Eckardt, ja? Aber okay, ja. Mhm. Du findest Familien voll toll und so. Und die armen Fuji-Männer, die hier ganz allein im kalten Deutschland sind, die wollen doch ihren Harem zu Weihnachten wieder unterm Christbaum haben. Das findest du alles ganz toll. Mhm. So, jetzt sitzt du da mit deinem Handy ja. Und dann ploppt das Sondierungsthema Flüchtlinge auf deinem Display auf.
Und darunter ist dann so ein passendes Bild, sagen wir, von Anis Amri. Was fühlst du? Ja, der Amri, ne? Das war ja dieser Raser da im Weihnachtsmarkt. Also schon ein bisschen bedrohlich, das Ganze, ne? Vor allem, wenn ich dann an die Ergebnisse der AfD wiederum denke, dass die damit dann ja auch wieder ganz schön was einheimsen, wenn der da wieder ein paar Leute über den Haufen gefahren hat. Ja, und an meine eigenen Umfragewerte muss ich dann ja auch wiederum denken. 51 Jahre bin ich schon, Pension dauert noch ein bisschen, irgendwie muss ich mich ja über Wasser halten. Also ich glaube, dann wische ich dieses Flüchtlingsthema schon weg. Aber da muss ich an der Stelle doch mal kritisch einhaken. Sei, ist es nicht ein bisschen unseriös, so mit komplexen Themen umzugehen? Was? Kann sein, aber es ist immerhin ökonomisch. Es geht halt schneller. Okay, gut, ist ein Argument. Ich meine, manchen Politikern liegen ja bestimmte Themen ganz besonders am Herzen. Denken wir mal zum Beispiel an Christian Lindners Forderung nach mehr Schulranzen statt Aktenkoffern. Können dann solche besonderen Schwerpunkte mit dieser App überhaupt noch berücksichtigt werden? Aber natürlich geht auch das, mein lieber Konrad. Dafür gibt's eine Premium-Funktion. Ja, und für ein paar Euro mehr, da kann man sich 3 Superlikes kaufen. Gibt man einem Thema ein Superlike, muss es auf jeden Fall mit in die Koalitionsverhandlungen genommen werden. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ja, unserem süßen Christian Lindner waren ja 3 Themen ganz besonders wichtig. Wir sind für diese Trendwenden gewählt worden, aber sie waren nicht erreichbar. Nicht bei der Flexibilisierung unserer Gesellschaft, nicht bei der Stärkung der Marktwirtschaft und bis zur Stunde auch nicht bei einer geordneten Einwanderungspolitik. Ja, die App reduziert das aufs Nötigste herunter, ne? Input Reduction, ihr erinnert euch. Die Superlikes von Christian Lindner wären demnach also Turbokapitalismus, mehr Arbeitgeberrechte und rechte Wähler. Ja, also ich finde, das klingt ja insgesamt jetzt schon mega einfach. Da habe ich ja fast Bock, Politiker zu werden bei so einer coolen App. Siehste? Wenn du jetzt aber sagst, es ist ja eine App, dann heißt das ja auch, ich kann das ja eigentlich auch alles schön von zu Hause auf dem Sofa machen, ne? Oder aus dem Puff. Ja, da sagst du was, ne? Aber das wollen wir jetzt mal nicht Konrad. das wollen wir jetzt mal nicht hier in Erwägung ziehen. Aber nee, das Gute ist ja, man muss zum Beispiel jetzt auch nicht in einem Raum mit Horst Seehofer sitzen. Also das nenne ich mal eine Win-Win-Situation. Gern geschehen. Strange Love und Depeche Mode im besten Mix auf Herz an Herz. Bielefelderin will sich für ihr erstes Mal bezahlen lassen. Tja, diese verstörende Meldung mussten wir neulich in der NW lesen. Unsere Lieblingsredakteurin Alexandra Buck hat mal wieder mit ihrem Investigativteam wirklich diese berührende Geschichte recherchiert. Ne? Richtig krass war das. Ne? Da war so eine 19-Jährige, die geschrieben hat, dass sie sich für ihr erstes Mal bezahlen lassen will. Also im Prinzip eine richtig kleine Auktion. Ja, also so wie auf eBay. Ne? Also man muss auch sagen, der Artikel war echt guter Journalismus, was man ja von der NW sowieso kennt. Die gucken halt auch mal in die dunklen Ecken des Lebens, wie zum Beispiel auf die Facebook-Seite Gedankenlos Bielefeld, denn daher kommt ja diese Geschichte eigentlich, ne? Naja, aber ich meine, wenn das dann da steht, dann stimmt das ja auch. Kann ja jetzt kein Fake sein, da schreiben ja nur seriöse Quellen rein. Ja, muss man nicht mehr recherchieren, jedenfalls nicht, wenn man Alexandra Buck heißt. Mhm. Ah, die NW selbst, die war da mal wieder so ein bisschen spießig und hat den Artikel dann nach einer Woche einfach wieder gelöscht. Richtig lame, aber wir müssen sagen, wir finden es klasse, Journalismus 2.0. Einfach mal Stories von Gedankenlos Bielefeld bringen und das machen wir auch jetzt hier für euch. Hier sind unsere Highlights des Monats von Gedankenlos Bielefeld. Ich muss ja echt sagen, Gedankenlos Bielefeld ist schon eine meiner absoluten Lieblingsseiten. Oh ja. Auf Facebook, weil es einfach so emotional und so seriös, aber auch gleichzeitig ist, da schreiben die Leute einfach wirklich, was sie tief drinnen bewegt. Wie folgender Post. Hey, ich will mal was loswerden. Liebe Frauen bei Tinder, Yaumo und Co. Ihr sucht alle was Ernstes und seid die Vernünftigsten, die es auf der Erde gibt. Und heult und klagt, weil ihr keinen ehrlichen, treuen Freund findet, 3 Ausrufezeichen. Und immer einen auf Opfer macht. Am ersten Tag seid ihr ja Engel auf Erden, ihr seid nicht so. Sex habt ihr nicht, blub blub. Am zweiten Tag seid ihr Michael Schumacher. Aber komisch, komisch, es heißt dann, ich weiß nicht, ob ich eine Beziehung will. Ich muss überlegen, ich komme mit mir selbst nicht klar. Was ist los mit euch? Wieso seid ihr so? Gibt es keine Frauen, die ihre Arschbacken zusammenkneifen und zu ihrem Wort stehen und wissen, wie ihr seid alle nicht so? Euch fehlt der Flügel. Also wir müssen dazu sagen, also wir haben das jetzt halt 1:1 entnommen aus diesem Internet. Also das ist dann halt nicht immer so leicht zu lesen. Das ist halt ohne Satzzeichen. Ja, ne, ist halt eher so ein Stream of Consciousness. Aber ja, wirklich, ne, so wie im Prinzip wie Leutnant Gustl von Arthur Schnitzler. Ne? Das sagt ihr ja. Ja, klar, was, ne? Natürlich. Innerer Monolog, der da niedergeschrieben wurde. Ja, was ich mich gefragt habe, am Tag 2 seid ihr wie Michael Schumacher. Was bedeutet das eigentlich? Sind die dann einfach nicht mehr ansprechbar? Beim oder Akt eingeschlafen so oder K.O.-Tropfen, ne? Oder so? Ich weiß auch nicht. Na, aber wir haben uns überlegt, wie könnte man das jetzt journalistisch
praktisch umsetzen? Was wäre mal so eine knallharte NW-Headline dafür? Ja, und da haben wir uns überlegt, die könnte ja vielleicht heißen von Alexandra Buck: So zerstört dieser verzweifelte Bielefelder die Tinder-Welt. Aber Tinder mit A, ne? Na klar. Ja, aber es gibt natürlich noch viel krassere Sachen, die dort gepostet werden. Im Grunde genommen Straftaten, die man anders sich nicht getraut hat zur Anzeige zu bringen. Aber vielleicht von so kleinen Frechdachsen auch, ne? Ja, also, ja, ja. Mir persönlich wäre das auch letztens, glaube ich, sogar fast passiert, denn ich bin ja auch manchmal im Cinemax, also an alle Fans, wenn ihr mich mal treffen wollt, ich sitze da manchmal und das Klo besuche ich auch ganz gerne und da ist etwas ganz Schlimmes passiert. Haltet euch fest, diese Geschichte aus dem Cinemax, die wird euch wegknallen und danach hat man, glaube ich, ein bisschen Angst, auch ins Kino zu gehen. Aufgepasst. Wer auch immer im Cinemax Juckpulver an das Toilettenpapier gemacht hat, ich hoffe, dir widerfährt das Gleiche. Es ist nicht witzig, wenn mitten im Film die Cola und das Popcorn sich entscheiden, das Ende von Jigsaw ebenfalls sehen zu wollen. Noch weniger witzig ist es, da nicht mehr still auf dem Platz sitzen zu können. Meine Begleitung dachte bestimmt, ich bin ein scheiß Spastiker oder ich hätte Klabusterbeeren des Todes. Danke. Hart, ne? Also das ist schon krass, was hier in Bielefeld alles so passiert. Das könnte man auch wunderbar NW-Style umsetzen. Ich habe mir so gedacht, Anschlag auf Bielefelder Kino. Ist Multikulti damit endgültig gescheitert? Ich finde, diese Frage darf man durchaus mal stellen. Das wäre vielleicht eher was für Ansgar Mönter, aber vielleicht. Das ist jetzt auch mehr so ein Insider. Das ist aber ein bisschen Insider. Inside-Jokes auf Herz an Herz. Also Konrad, wir beide sind ja modisch immer up-to-date, würde ich ja mal jetzt behaupten, wenn ich mir uns so angucke. Aber was hier teilweise in der Universität so rumläuft, ne? Also ich muss ja sagen, das grenzt ja wirklich fast an Körperverletzung. Ach, kann ich da nur sagen, ey, Pluderbuchse, Ring in der Nase und am besten noch so ein aufgemaltes drittes Auge. Boah, willst du einfach nur noch reinschlagen? Aber Konrad, jetzt sag mal nicht so hart, ne? Also ich würde es ja schon ein bisschen abschwächen und sagen, solche Leute gehören eingesperrt, so wie das in der Türkei gemacht wird. Ja, gut, das stimmt auch. Ist eigentlich ein ganz gutes Vorbild. Da wurden ja jetzt Leute festgenommen, diese bescheuerte T-Shirts mit Sprüchen drauf tragen. Einer hatte zum Beispiel eins mit Hero drauf und da haben die Fashion Cops natürlich direkt gesagt, es gibt nur ein Hero in der Türkei und das ist unser Erno. Alle, die was anderes behaupten, sind Teil staatsfeindlicher Umtriebe. Ja, ist so, ne? Muss man ja auch mal feststellen. Ein bisschen tiefgründiger ist noch die Überlegung einer türkischen Staatszeitung. Die haben jetzt herausgefunden, dass Menschen, die zerrissene Jeans tragen, politische Botschaften senden und zwar ausschließlich natürlich regierungskritische. Und wenn man sich das mal überlegt, das macht schon Sinn. So Loch an Loch und hält eigentlich nur Striche dazwischen und das ist ja im Prinzip dann schon so ein Binärcode. Tja, Mode ist einfach Kunst, sag ich ja immer. Aber schade jetzt, dass dieses Verfahren aufgedeckt wurde. Ne? Vom türkischen Geheimdienst wird das jetzt auch beobachtet. Da muss man neue Wege gehen. Und deswegen haben wir für euch jetzt noch ein paar weitere Alternativen, wie ihr mit Fashion eure politischen Botschaften senden könnt. Mit diesen drei Fashion-Tricks versendest du supergeheime Botschaften. Erstens, zeige das Offensichtliche und bleibe doch getarnt mit dem Clear-Look. Von Mallorca-Touristen inspiriert, von Fashion-Experten kreiert. Trage deinen Transparenzbrustbeutel mit Stolz und zeig, was du hast. Damit bist du unter deinen Banker-Juden-Buddies die ganz große Nummer. Für alle anderen nur ein armes, geltungssüchtiges Würstchen. Zweitens, apropos Würstchen, mit dem noblen Hanky-Style zeigst du jedem, was du liebst. Mit einem roten Einstecktuch in der Gesäßtasche zum Beispiel guten Stil und Fisten. Oder du zeigst mit einem karierten Tuch, dass du super lame bist und nur auf safer Sex stehst. Nie war der Einstieg in die Homo-Lobby leichter. Drittens, wo wir gerade bei kariert sind, subversiv und rasant, der schwarz-weiß karierte Overall in Rennfahreroptik. Damit bist du die Nummer 1 auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, ausgefallen genug für den Berliner Hipster-Schick und eindeutig als Erkennungszeichen für die Kollegen vom IS. Ach,
die Weihnachtsgeschenke, das ist ja auch immer so eine schwierige Sache, ne? Da das Richtige für die Liebsten zu finden, ist gar nicht so leicht. Oh ja, da sagst du was, ne? Ich hatte letztes Jahr so einen richtigen Super-GAU, ne? Erzähl ich dir jetzt mal. Krass. Ich wollte ja meiner Mutti so ein Hundi schenken, so aus dem Internet. Da gab es so eine Seite, konntest du aus Bulgarien diese Tölen da von der Straße runter kaufen. Dachte ich, ne, so tut man ja noch was Gutes. Versand war auch kostenlos, habe ich mir direkt einen bestellt. Und dann kam der am heiligen Abend in so einer Pappschachtel an, hatten die dummen Bulgaren nur vergessen, die Luftlöcher mal wieder reinzustechen, weil das Ding dann quasi defekt. Eine schöne Bescherung. Ja, immerhin konnte mein kleiner Bruder dann noch ein bisschen damit spielen. Irgendwann stank's zwar, aber naja, ein bisschen Fun war mit dabei. Ja, naja, solche bösen Überraschungen spart man sich natürlich, wenn man den Transport selbst in die Hand nimmt und sein Produkt dann eben selber abholt. Und genau das hat unsere liebe Kollegin Maura Stiletto gemacht und dies jetzt samt Weihnachtsgeschenk hier. Maura, du bist jetzt extra in das Land des Produkts gefahren, nämlich nach Afrika. Was hat dich denn dazu gebracht, in, ich sag jetzt mal so ein bisschen lapidar, in so ein Shithole zu reisen? Ihr wisst ja, ich bin It-Girl und da steht Charity ganz weit oben auf der Priority-List, also zumindest solange die Kameras dabei sind. Und darum bin ich jetzt mit meinem Heli ins Flüchtlingscamp nach Libyen geflogen, um mir diese wirklich schrecklichen Zustände ganz persönlich mal anzuschauen. Wow. Okay, jetzt aber einmal kurz dazwischen. Du sagst jetzt schreckliche Zustände, aber ich dachte eigentlich, das Land, das wäre eigentlich voll okay, weil wenn die Refugees da mal wieder auf dem Meer mit ihrer Nussschale kentern, dann bringt Frontex die ja eigentlich immer wieder direkt nach Libyen. Und ne, wir wissen ja, bei Frontex, das sind ja Deutsche, die da auch am Werk sind, das muss ja dann eigentlich richtig sein. Also ich habe mir das jetzt eigentlich immer eher wie so ein Abenteuerspielplatz oder vielleicht so wie das Dschungelcamp vorgestellt da. Also lieber Strung, die Zustände da, die sind wirklich schrecklich. Ja, okay. Dieser Gestank, der ging nicht mehr aus meinen Kleidern raus. WLAN, Katastrophe und die Figuren von den Frauen, die sind so dünn. Ich war die ganze Zeit neidisch. Das war so eine harte Zeit für mich. Ja, also erstmal Respekt, dass du es trotzdem durchgezogen hast. Maura, du hast jetzt dieses wirklich tolle Weihnachtsgeschenk aus Libyen mitgebracht und damit ja quasi auch was Gutes für die Menschheit getan. Wie bist du da dran gekommen? Ja, also an meinem letzten Tag in Tripolis, da habe ich bei meiner Sightseeing-Tour was total Verrücktes entdeckt. Ich dachte erst, ich bin bei Game of Thrones oder so. Oh, ich liebe diese Serie. Da war am Rande des Flüchtlingscamps doch so eine, ja, ich würde jetzt sagen, Menschenauktion. Da hingen dann an so Mästen Käfige mit Menschen, im Prinzip wie im KitKat. Kleiner Spaß. Nee, da wurden echte Flüchtlinge ausgestellt und verkauft. Okay, aber also ich muss jetzt, glaube ich, einmal kurz schlucken, was du da erzählst. Also hast du da wirklich da mitgemacht? Ja, ich dachte erst, das wäre so eine Show von Animateuren oder so. Aber dann habe ich diese traurigen und flehenden Augen von Poco gesehen und da wusste ich, den muss ich retten. Und dann habe ich einfach $400 so einem Typen mit einer Knarre in die Hand gedrückt und dann durfte ich den Poco mitnehmen, einfach mit nach Hause. War voll easy. Aber Maura, das kannst du doch nicht einfach machen. Also ich meine, der könnte doch Krankheiten haben. Sind die überhaupt geimpft und gechippt? Also das finde ich jetzt schon ein bisschen rassistisch von dir. Libyen ist super entwickelt und ein sehr modernes Land, wo die Flüchtlinge aus anderen Ländern gut und gerne aufgehoben sind. Das sagt ja auch unsere Bundesregierung. Also die medizinische Versorgung ist bestimmt super klasse. Sonst hätte man da ja bestimmt auch mal was Negatives gehört. Wahrscheinlich, aber trotzdem muss ich nochmal kritisch dazwischen gehen, liebe Maura, in so Filmen. Ne? Hier 12 Years a Slave und sowas habe ich mir ja letztes Mal toller angeguckt. Film, toller ja, da Film. Sieht man dann ja immer, oder Django, ne? Da sieht man dann ja immer, dass diese Sklaverei eigentlich verboten wurde und dass es auch ein bisschen schlecht ist, sage ich jetzt mal so. Aber du hast jetzt gesagt, der Mpoko, der ist dein Eigentum, das passt dann ja irgendwie nicht zusammen, oder? Also ich finde Sklaverei, Strunk, ist jetzt auch ein bisschen hartes Wort. In Libyen ist das mittlerweile ein richtiger Geschäftszweig und kurbelt auch die Wirtschaft an. Das ist im Prinzip gelebte Entwicklungshilfe. Frontex kart die ganzen Wirtschaftsflüchtlinge an und dann werden sie da wiederverwertet. Okay. Voll gut. Und außerdem hat der Mpoko bei mir ja auch voll gut getroffen. Erstmal habe ich ihn aus dieser Kloake namens Tripolis gerettet. Und außerdem wäre er jetzt so nach Deutschland gekommen, wäre er vielleicht noch an Tönnies verkauft worden. Also da muss ich aber mal kurz einsteigen. Mit der Firma Tönnies müssen wir vorsichtig sein. Der hat doch keine Sklaven aus Afrika, sondern nur Zeitarbeiter aus Osteuropa. Ja, ich bin ja auch gegen diese harten Ausdrücke, aber dieses sogenannte
Deutsche Institut für Menschenrechte, der hat jetzt gesagt, es gäbe in Deutschland Menschenhandel, zum Beispiel in der Fleischindustrie. Aber okay, dann lassen wir Tönnies mal einfach weg. Besser ist es. Ja, im schlimmsten Fall wäre der in Pokon direkt anschaffen gegangen, so wie in Berlin. Ja, da wurden die ja zum Teil aus dem Heim direkt in die Prostitution verkauft. Und da hat das bei mir doch wesentlich besser. Ein Flüchtling unterm Weihnachtsbaum, wer träumt nicht davon? Mara Staletto hat euch dieses ausgefallene Weihnachtsgeschenk vorgestellt, ne? Und $400, ich sag mal so, ist ja schon ein bisschen günstiger als so ein blöder Hundi, der dann eh kaputt ist, wenn er ankommt. Genau. Und den Fuji bekommt ihr auf dem gut sortierten Sklavenmarkt in Tripolis. Den Link zum Glück und noch viel mehr Infos findet ihr unter radioherz.de unter der Rubrik Herz an Herz. Klickt euch mal rein und wenn euch das dann zu weit ist, dahin zu gurken, einfach mal bei Tönnies vorbeischauen. Vielleicht gibt's da ja direkt was zu mitnehmen. Darf so ein bisschen mehr sein. Lach. Mensch, als Mann, da hast du es heutzutage ja auch echt nicht mehr leicht. Ne? Wenn du ein nettes Mädel im Pascha findest oder im Go-Park, dann darfst du ja wirklich nichts mehr machen. Ne? Eigentlich ist es ein Wunder, dass manchmal überhaupt noch irgendwas geht. Allerdings, und wem haben wir die ganze Misere zu verdanken? Natürlich wieder mal den Femi-Emanzen. Naja, zum Glück gibt's auch noch Frauen, die diesen ganzen Wahnsinn auch nicht so gut finden, wie zum Beispiel die Frauke Petri. Ich halte die Debatte über den angeblichen Sexismus, die MeToo-Debatte, für völlig übertrieben. Meiner Ansicht nach wird sie von einer Minderheit instrumentalisiert und sie ist imstande, viel Vernünftiges und Liebgewordenes an Gewohnheiten und Traditionen in unserem Land zu beseitigen. Tja, schöne alte Traditionen sollte man wahren, wie zum Beispiel, ich sag mal, die Vergewaltigung in der Ehe. Ne? Ich meine, früher gehörte die ja zum guten Ton und dann in den 90ern, dann wurde das mal wieder von denen da oben verboten. Naja. So langsam gibt es ja auch Widerstand. Und nicht nur von Frauke Petri, die hat ja im Grunde genommen eh nichts mehr zu melden. Auch das US-Leitmedium Breitbart hat wirklich eine Kampfschrift gegen diesen ganzen MeToo-Wahnsinn veröffentlicht. Da fragt dann der Chefredakteur sinngemäß, ob dieses ganze Gejammer nicht eigentlich die wirklich schlimmen Taten banalisiert. Rape used to mean something, ist seine These. Tja, und ihr als Herz an Herz Dauerhörer wisst es natürlich, was wäre Herz an Herz ohne Musik? Wir sind ja immer musikalisch und wir dachten zu diesem Thema, da muss man doch wirklich mal einen gefühlvollen Song schreiben. Ich meine, wir sind ja selbst auch betroffen als entrechtete Männer. Ne? Ist so. Also jetzt hört ihr den wirklich gefühlvollen Song an die gute alte Zeit, als Rape noch etwas bedeutete. War einmal ein Mann mit ziemlich kleinen Händen. Er reiste durch die Welt oder auch mal gen Italien. Dort fasste er den Frauen gern mal an die Genitalien. Bis vor einem Jahr war das nicht wirklich schlimm. Auf der Casting-Couch im Hinterzimmer oder auch mal auf einer Party. Ein kleiner Flirt war immer mal drin. Heute machen sie sofort nen Vergewaltiger aus dir. Ich frage euch, wo führt das noch hin? Ich denk gern an die Zeit, bevor das alles anfing. Rape used to mean something. Ich denk gern an die Zeit, bevor das alles anfing. Rape used to mean something. Und mit diesen berührenden Klängen wollen wir euch auch entlassen. Die Boys sagen ciao, kuschelt noch schön eure Liebste, geht vielleicht mal auf den Weihnachtsmarkt einen schönen Grog trinken und dann sehen wir bzw. hören wir uns auch ganz bald schon wieder. Oh, denn es dauert gar nicht mehr lange. Nächste Woche Freitag schon, da sind wir wieder hier mit einer Stunde on air, denn da hat ja hier dieser Sender da, auf dem wir hier immer senden, Herz 87 oder so, der hat ja wieder Geburtstag, 17 Jahre wird er, dann machen die hier 17 Stunden Programm und wir sind da das Highlight quasi dieser 17 Stunden um 13 Uhr. Noch einmal Herz an Herz für dieses Jahr mit den großen Geschenktipps vom Santa Sai. Vielleicht mal irgendwie hier so ein Geldgeschenk machen, ne? So einen Baum basteln oder irgendwie sowas. Das stellt ihr euch dann alles vor. Bis dahin. Ciao. Da hättest du aber noch ein bisschen mehr sagen können.
Aber naja, egal. Ich kipp mir jetzt den Glühwein rein. Ciao. Übrigens haben wir den ganzen Shit hier wieder vorproduziert, weil wir jetzt gleich was Besseres vorhaben. Boah, ich hab gar keine...